Ja, jetzt stehe ich hier vor dem. Ups, da hat mich jemand auf Facebook angeschrieben. Das ist natürlich nicht geil. Sehr unprofessionell von mir. Egal, wir stehen jetzt vor der Apotheke, wir gehen rein. Wow, ach ja, wir haben ja die Schlüssel von der Dame bekommen. Den haben wir noch nicht ausgeraubt. Kollegas, und jetzt gehen wir rein. Hier gibt es eine Menge geiler Sachen, die man sich so besorgen kann. Aber erstmal besorgen wir uns die restlichen Apothekenartikel, die wir brauchen. Damit haben wir auch die optionale Aufgabe erfüllt. Und hier haben wir eine Mini-Atombombe. OP-Schlauch. Weil, wenn man in die Apotheke geht, die haben immer eine kleine Mini-Atombombe hinten im Sortiment liegen, hinten im Regal. Also, das ist ganz klar. Ups, das kennen wir ja alle. Radex danach. Wann habe ich einen Radex genommen? Wahrscheinlich in der Hektik eben im wilden Kampf. Hier haben wir ein paar Nuka-Cola Quantum. Die unterscheiden sich nicht maßgeblich von den normalen Nuka-Colas. Bis auf die Aspekt, dass die Nuka-Cola Quantum an sich mehr TP-Punkte regeneriert. Seltener ist. Und so schön lila leuchtet. Aber an sich unterscheiden sie sich jetzt nicht wirklich. Was man aber trotzdem vielleicht als kleiner Pro-Tipp, als kleiner Pro-Tippidi-Do machen sollte, ist nicht die Nuka-Cola Quantums direkt zur Gesundheitsregenerierung zu nutzen, weil die einem doch irgendwie. Weil die noch für etwas später im späteren Spiel gebraucht werden. Ich werde das jetzt nicht spoilern, aber ich denke, ich gehe mal davon aus, die meisten, die sich das angucken, haben Fallout schon mal gespielt. Hier ist ein Staubsauger, der ist schon mal ganz wichtig. Ich muss ja auch irgendwann mal, wenn ich eine Bude habe, mal staubsaugen. Mentats, das wiegt alles nichts, das ist alles supi. Hier haben wir ein bisschen Whisky rumliegen, Wodka, whoops. Sieht aber aus wie Whisky, oder? Eine Flasche Scotch, whoops. Haben wir das auch schon mal? Hier ist nichts mehr, das ist nichts mehr. Man darf hier nicht vergessen, alles Mögliche mitzunehmen, weil hier liegt wirklich einiges rum, was am Anfang des Spiels einem wirklich das Leben erleichtern kann. Ledergürtel, ich weiß zwar nicht wieso, weshalb oder warum der hier liegt, aber der elektrische Leiter liegt hier, ein Sensormodul. Whoops, und schon kann ich nichts mehr tragen. Super. Dann wollen wir es mal. Sachen reparieren. Ich kann das nicht reparieren. Aber die Raider Blaster Meister Rüstung kann ich reparieren. Sehr gut. Guck mal einer an, wie schön ich Sachen reparieren kann. Ja, das muss man auch können. Deswegen ist Reparatur eigentlich ein ganz wichtiger Skill, den man am Anfang des Spiels schon haben sollte, mindestens ein bisschen ausgebildet haben sollte, weil das einen das Tragen verschiedener Gegenstände, wenn man so ein wilder Sammler ist wie ich. Das ist ja auch Teil des RPGs, ist so viel Scheiße wie möglich zu sammeln und zu verkaufen bzw. zu nutzen, hilft das einem schon ungemein. So, jetzt haben wir hier alles repariert, was soweit geht. Hier ist noch eine Zündflamme. Nicht schlecht. Metallkisten sind alle. Ups, da ist was drin. Gleisnägel und ein Sensormodul. Lackierpistole. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt, aber ohne DLC und was weiß ich. Ich glaube, ah doch, Quatsch, ich habe Operation Anchorage mal gemacht, aber das war es dann auch. Und ich habe auch nicht das erweiterte Ende Wir sind gespielt. zurück. Jemand muss. Ah, fuck, jetzt respawnen die Motherfucker. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Du laberst mir dazwischen. Meinen tollen Erzählungen, die für die Zuschauer ungemein wichtig sind. Ich schließe jetzt mal eben die Tür. Jetzt haben wir alles, oder? Es kommen hier gleich alle reingestürmt, ich sehe schon kommen. Mann, Kollegas. So. Noch ein Bier mitnehmen. Und das war's, ne? Ah, dann brauchst du Putzmittel. Und noch eine Blechdose im Bleirohr. For the hell of it. Und ein Ledergürtel. Bevor es jetzt wieder stressig wird, muss ich erstmal einen brennen.
Wo ist er? Komm. Erstmal einen reinziehen. Ups. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, aber ist ja auch Schwuppe. Nein, bin ich nicht. Bevor du auf mich zurennst, habe ich was Schönes für dich. Komm her, komm her. Kommt jetzt hier hin. Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Oh, wow, 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 wow. Und zack. Wie ein Schmetterling. Elegant. Und er lacht immer noch dabei. Scheint Spaß gehabt zu haben. Schön, dass ich ihm heute den Tag gerettet habe. Was haben wir denn hier noch? Nach 5. Egal, ich bin Handgranaten-Joe. Ich gehe jetzt einfach so durch und mach einen auf Kamikaze. Fick die Henne. Hier, komm her. Okay, du kleine Maus. Du mit deiner kleinen Pistole willst mich einschüchtern. Oh, ka-ching. Mach den Jordan. Flieg so hoch du kannst. Versuch einen Three-Pointer. Wir es nicht hinbekommen. Denn ich habe deine Kronkarten und deine Rüstung, Baby. Und dein Bein, glaube ich, auch. Diese ganzen unorganisierten Heinis hier mit ihrem... Warte, Moment, Moment, Moment. So. Okay. Die musst du doch nur glauben. Wo ist sie denn? Ha. Ah, so kann man auch Damen entjungfern. Aua. Oh, das war gar nicht Milady. Wo ist sie denn? Hier in dem Gang? Ach, da hinten. Schön. Endlich bin ich auch nicht so ein Fan von den Handgranaten in dem Spiel gewesen, weil ich sie nicht so oft benutzt habe beim ersten Playthrough, aber sie scheinen wohl durchaus Spaß zu machen. Lass uns den Ahnungslosen hier mal elegant wegsnipen. Falls wir das können, werden sicherlich verfehlen. Oh, ouch! Also ich muss sagen, das läuft hier bisher deutlich angenehmer als bei meinem vorherigen LP, nicht LP, aber als ich das letzte Mal durchgespielt habe. Fuck. Und schon wieder kein Platz mehr. Kann ich nicht mehr reparieren. Aber an dich kann ich noch reparieren. Wunderbar. So, ist hier sonst noch jemand da? Möchte noch jemand? Hat noch jemand das Bedürfnis zu sterben? Ich glaube nicht. Hier auf den Klos sind manchmal Mülltonnen und die Mülltonnen haben manchmal mehr wertvolle Gegenstände als die meisten Leute in ihrem Spiel vortragen. Ich habe ein bisschen Durst. Nichts geht über einen erfrischenden, was ist denn hier noch eine Mülltonne? Schluck Pisswasser. So. Das Damenklo, hier wird gepokert. Hier. Wie ich sehe. Und hier haben wir auch einen Jet und Kronkorken. Wird man noch reich. Auf dem Damenklo wird man reich. Mit Buffout und Schnapsglas. Oh, Bethesda, du stellst Frauen nicht gerade als besonders. Freundliche Individuen da. Nein, das war ein Scherz. Ich weiß ja nicht mal, ob das hier ein Frauenklo ist. Es gibt auf jeden Fall keine Stehklos, also bin ich davon ausgegangen, dass das hier theoretisch ein Frauenklo sein könnte. Auch was man machen kann, ist, wenn man seine Gesundheit regenerieren will. Glaube ich. Normalerweise läuft das so. Oder hier raus trinken. Genau. Kann man auch durch schmutziges, radioaktiv verseuchtes Wasser seine Gesundheit regenerieren? Was ja tendenziell eigentlich nicht so schlecht ist, ne? Naja, aber genug von dem Humbug hier jetzt. Schadet mir ja eh nichts. Weil mich Moira eh schon komplett fertig gemacht hat. Mit ihrem radioaktiv, lasse dich radioaktiv vergiften Mission.
Sonst mal eben die Registrierquests dann checken. Vorkriegsgeld ist auch. Nein, dich wollte ich nicht wegnehmen. Durchaus ein paar Kronkorken wert in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Person gibt, die dir im späteren Verlauf des Spiels da noch mehr für gibt. Es gibt definitiv eine NPC, der dir viel Geld für Vorkriegsbücher gibt. Ach, und der Scotch hat nachgelassen. Keine Scotch Party mehr hier. So. Ich glaube, hier haben wir auch noch nicht alles aufgegriffen. Könnt noch mal eben kurz checken. Hier gibt es nämlich noch eine Laserpistole und ein bisschen Muni. Eine Kamera und Luca Cola. Weiß zwar nicht wofür, aber ist ja auch egal. Hier haben wir noch zwei Stimpacks. Und. Ups, was ist, haben wir denn hier? Schmutziges Wasser. Nein, ich möchte dich. I choose you, schmutziges Wasser. Nuka-Cola. Mann. Ich wusste gar nicht, dass man hier so viel Müll finden kann, aber Fallout könnte auch einfach Müll aufsammeln, das Spiel genannt werden. Wenn es nach mir ginge. Okay, und ich habe jetzt auch so viel Müll dabei. Die Hälfte der Sachen brauche ich nicht. Aber hier in den Rüstungen, was will ich mit der Vorkriegsfreizeitkleidung? Die hat einen Wert von 3. Kann ich auch gleich wieder loswerden. So. Und hier noch Wodka. Und hier steht noch was rum, was ich gebrauchen könnte. Noch eine Laserpistole, Energiezelle. Ja, ich habe wieder keinen Platz mehr für nichts. Den elektrischen Leiter würde ich immer noch gerne behalten, danke. Ja, und jetzt brechen wir den Schluss auf. Das geht ganz easy, normalerweise, wenn es leicht ist. Die Kronkorkmine nehmen wir auch noch mit. Und jetzt müssen wir irgendwas vielleicht konsumieren. Hier irgendwie, oh, ich weiß es doch auch nicht. Hier Nuka-Cola, komm. Man ist ja nur einmal jung, ne? Kann ich jetzt wieder, ja, ich kann wieder laufen. Wunderbar. Hier sind wir fertig und dürfen jetzt zu Moira zurückkehren. Ja, ich erspare euch jetzt mal den langen, langen Weg, den weit, weiten Weg zurück nach Megaton, der wirklich nicht allzu weit ist, aber dem Tempo, in dem Usain Bolt-mäßigen Tempo, in dem sich mein Charakter hier fortbewegt, gibt es eigentlich, dauert es 10-mal länger, als es dauern muss. Gucken wir uns jetzt den schönen Mond an und damit verabschiede ich mich für diesen Teil, diese Episode. Danke fürs Zuschauen. Zuschauen. Haut rein. Lasst es euch gut gehen. Nehmt euch einen Scotch. Pflanzt euch aufs Sofa. Und habt einen schönen, ich weiß gar nicht, was ich das uploaden soll, werde hier. Wann immer, wenn ihr es an einem Sonntag guckt, habt einen schönen Sonntag, weil ich das jetzt am Sonntag aufnehme. Also, ne? Hau rein. Hau rein.